Bates? Yes, sir. Bates, warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei? Unter diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten. Nein, Sir. Ich möchte nicht herumsitzen und grübeln. Ich möchte mich lieber um meine Pflichten kümmern. Das hilft mir, mich abzulenken. Ich verstehe. Ich habe mit Collier gesprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir eine Menge Fragen gestellt. Worüber hat er Sie ausgefragt? Viele Dinge. Aber hauptsächlich interessiert ihn, wo wir Henry gefunden haben. Es war sehr unangenehm, alles noch einmal beschreiben zu müssen, Sir. Ah. Können Sie wiederholen, was Sie ihm gesagt haben? Ich habe schon befürchtet, dass Sie das fragen. Tja, wenn es sein muss. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Zimmertür geweckt. Morris schrie etwas über Henry. Er war völlig durcheinander und brüllte zusammenhanglose Sätze. Er wollte, dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was geschehen war. Gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen? Ja. Und erst dort wurde mir klar, was passiert war. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um mich zu sammeln, aber dann ging ich sofort zum Telefon. Wie spät war es da? Etwa 6 Uhr morgens. Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein. Das ist alles, Sir. Den Rest kennen Sie ja. Ja, danke für Ihre Geduld, Bates. Wann ist Dr. Herman gegangen? Vor einer halben Stunde. Er brachte Henrys Leiche in die alte Leichenhalle. Hat er vielleicht gesagt, was er von all dem hält? Er hat sich länger mit dem Inspektor unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber sie gesprochen haben. Ich war so aufgelöst. Ich habe nicht richtig hingehört. In Ordnung. Das wäre alles, Bates. Also liegt Henrys Leiche in der alten Leichenhalle. Aha. Was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen? Er arbeitet doch im Stall, oder? Ja, aber manchmal hilft er auch im Garten. Henry kann nicht alles alleine schaffen. Ich meine, er konnte nicht. Haben Sie Robert heute gesehen? Ja, Sir Robert hat heute Morgen im Esszimmer Zeitung gelesen. Wenn Sie ihn sprechen möchten, finden Sie ihn bestimmt in seinem Arbeitszimmer. Sie haben gesagt, Sie waren dabei, als man Henry aus dem Brunnen holte. Das war ich leider. Der Anblick war schrecklich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich verantwortlich für das, was ihm passiert ist. Warum sagen Sie so etwas, Sir? Nun, ich gab ihm die Anweisung, den Brunnen zu reinigen. Er wollte es nicht machen, aber ich beharrte darauf. So dürfen Sie nicht denken, Sir. Wenn er nicht getrunken hätte, wäre es bestimmt nicht passiert. Und ich habe gehört, wie Dr. Herman sagte, dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war. Es war nicht Ihre Schuld. Er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht. Das hoffe ich sehr. Bates hat vermutlich recht. Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen. Bates, lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren? Ja. Im Keller ist eine große Pumpe. Sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss. Damit kann man den Wasserstand ändern. Nach dem, was passiert ist, halte ich es allerdings nicht für ratsam, ihn zu leeren. Und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden, Sir. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Wir haben das Recht, herauszufinden, was geschehen ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. In dem Fall wäre es vermutlich das Beste, es niemandem zu sagen. Meinten Sie das, Sir? So ist es. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Wende dich deiner Arbeit zu. Können wir das irgendwie... Regler zur Wasserverteilung. Ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Ja. Ich habe keine Schade.
Also irgendwie müssen wir diese Pumpe in Gang kriegen. Da sitzt Victoria. Schauen wir uns den Globus nochmal an, vielleicht gibt's da was Neues. Ne, da ist nichts Neues. Aber hier irgendwo noch irgendwas Neues. Irgendwas außer die Chronik. Die Chronik von Schloss. Ja. Leck mich am Arsch, kümmer schon. So unwichtig. So, hier ist sonst auch nichts Neues. Dann gehen wir mal raus und quatschen mal mit Victoria eine Runde. Hallo? Furchtbar, was Henry zugestoßen ist. Erst William und jetzt. Henry hat getrunken, aber ansonsten war er ein guter Mann. Es tut mir leid, Victoria. Ich möchte jetzt allein sein. Brauchst du etwas? Dieser Arzt, Dr. Herman, wohnt er in Willow Creek? Nein, er ist vor einiger Zeit in ein verlassenes Haus in der Nähe der alten Mühle eingezogen. Es ist in der Nähe der Straße nach Willow Creek, das einzige Haus weit und breit. Ja, ich weiß, wo das ist. Danke. Bitte entschuldigen. Ja. So, dann gehen wir nochmal hoch zu Robert. Und fragen ihn mal, was er so weiß. Halt. Vorher gucken wir in die Zeitung. Die heutige Zeitung. Hätte sein können, dass wieder ein Brief von ihm da ist. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Ja, aber ich bin im Moment etwas beschäftigt. Ich halte dich nicht lange auf. Na gut. Ja. Hast du mit Collier gesprochen? Ja. Er hat mich über eine halbe Stunde lang ausgefragt. Und? Was hältst du von all dem? Ich? Colliers Theorie erscheint mir logisch. Ich glaube nicht, dass jemand Henry absichtlich töten würde. Henry hat sich des Öfteren bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Und diesmal hatte er das Pech, in den Brunnen zu fallen. Tja. Der Zustand der Leiche lag bestimmt an dem kalten Wasser. Als Arzt kann ich das mit Sicherheit bezeugen. Du hast wahrscheinlich recht. Hast du sonst noch etwas auf dem Herzen? Nein, ich habe nicht heute wirklich viel zu tun. Victoria will im Moment nicht mit mir reden. Vielleicht solltest du stattdessen mit ihr sprechen. Das wäre eine Idee. Wir müssen ihr Alter berücksichtigen, Samuel. Sie braucht nur etwas Zeit für sich. Ich spreche am Abend mit ihr. Seit ich angekommen bin, hast du oft erwähnt, dass du viel zu tun hast. Also, woran arbeitest du eigentlich? Oh, ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Sagen wir einfach, ich betreibe Forschung einer bestimmten Art. Vielleicht erzähle ich dir morgen mehr darüber, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss heute Abend nach Ashbury fahren, um ein paar Ergebnisse zu überprüfen. Oh. In Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Gut. Ich kann jetzt nicht gehen. Toll. Graf ich nicht. Es ist schön warm hier drin. Ich sollte meine Kleidung. Gehe davon aus, dass wir hier nichts mehr haben. Also gehen wir mal raus, wieder runter.
Irgendwie muss es im Keller weitergehen. Ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Denke, wo kann man denn hingehen noch? Das Wasser ist noch trüb. Am Boot. Was kann das? Sie enthält ein. Am Boot. Was kann das sein? Jetzt bin ich am Überlegen, was kann man denn noch machen? Fragen wir ihn mal. Brauchen Sie... Ich habe eine Frage. Gewiss, Sir. Bates, diese Pumpe, von der wir gesprochen... Ja, Sir. Ich glaube, sie ist defekt. Welches Ventil regelt den Wasserstand? Die Pumpe funktioniert schon, Sir, aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen. Der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln. Man braucht nur einen Moment, um dahinter zu kommen, wie... Woran kann ich denn erkennen, ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe? Wenn ich mich recht erinnere, wird der Wasserstand des Brunnens in der zweiten Säule von rechts angezeigt. Ich werde es versuchen. Mhm. Ich glaube, ich werde... Ich wende... Na, dann wollen wir mal. Setzen wir uns mal an den Pumpenregler. Und pumpen den Teich leer. Na, ist mein voll. Das ist doch nicht wahr. Ah, leer.
Fertig. So gehört sich das doch. So, und dann gehen wir gleich mal hoch. Gucken. Holen uns den Schlüssel aus dem Brunnen, denn denken sie sich, woher weiß der, dass da ein Schlüssel drin ist? Wir haben den Einführungspart. Wir haben ja den Einführungstrailer gesehen ins Kapitel 2, wo Henry da drin lag und da hat man einen Schlüssel gesehen. Ich gehe davon aus, dass das dieser Schlüssel sein wird. Ein seltsames. Ich mache ein Foto davon, wie beim ersten Symbol. Genau. Ich sehe gar nichts. Wo ist dieser gefunden. Dies muss der Gegenstand sein, der am Boden gefunkelt hat. So, dann geht's auf zu Henrys Gartenlaube und machen den Schlüssel gleich mal auf und dann schauen wir weiter. Mach die Schublade auf. Machen wir mit dem Schlüssel gleich mal das Ding auf. Papiere und einige Münzen. Der Schein ist nicht hier. Wo kann er ihn nur versteckt haben, um Gottes Willen? Genau. Ein Brief. Er ist an Victoria adressiert. Madam, betrachten Sie dies bitte als Brief von einem anonymen Freund. Einer Ihrer Bediensteten ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass er ehemaliger Sträfling, dass er ein ehemaliger Sträfling und Dieb ist. Ich habe mehrmals beobachtet, wie er sich leise durch die alte Hintertür in den Schlosskeller geschlichen hat. Ich habe gesehen, wie er mehrere Flaschen Wein des besten Jahrgangs genommen hat, den Sie so sehr schätzen. Zweifelsohne hat er auch einige Ihrer Wertsachen mitgehen lassen. Ich habe beschlossen, Ihnen diesen Brief zu schreiben, um weitere Diebstähle zu verhindern. Der Name des Betroffenen ist Morris. Henry hatte vor, Morris zu erpressen. Ich bin gespannt, was Morris mir dazu zu sagen hat. Ich auch. Auf geht's zu Morris zurück. Laufen, laufen, laufen. Und nochmals laufen, laufen, laufen. Laufen hält fit. Also, beweg dich, Samuel. Morris, hey. Wuhu. Ja, Sir? Morris? Ich weiß, dass Sie aus unserem Keller Wein gestohlen haben. Ich, Sir? Wer hat Ihnen das erzählt? Niemand. Ich habe es in einem Brief gelesen, den Henry an Victoria schrieb. Und? Was sagen Sie dazu? Na ja, ich habe nur ein paar Flaschen genommen, Sir. Ehrlich. Nur ein paar, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Es kommt nicht nochmal vor. Versprochen. Würden Sie mir diesen Brief geben, Sir? In Ordnung, Morris. Aber ich behalte sie im Auge. Hier haben Sie ihn. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung. Dann gehen wir mal zu Dr. Hermit.